Hallo, hier ist Herbert Herrmann, der Häuserspezialist. Ich hatte jetzt jemand gefragt, er will eine Wohnung verkaufen. Wo kriegt er denn seinen Energieausweis her? Ob ich das wüsste? Ja, habe ich ja, das weiß ich, ganz klar. Der Energieausweis, wenn man eine Wohnung verkauft in einem Haus, wo es einen Verwalter gibt, das ist in der Regel ab 3 Einheiten, da hat der Verwalter einen Energieausweis, den muss der einfach immer bereithalten, also immer einen aktuellen. Da tun sie einfach den Verwalter rufen, dann kriegen sie ihn von dem. Bei einem Haus, also wenn sie jetzt ihr Haus verkaufen, dann ist das was anderes. Da müssen sie selber dafür sorgen. Da können sie sich entweder an ihren Makler wenden oder an einen Energieberater oder der Schornsteinfeger macht das auch, beziehungsweise der weiß dann, wer das macht. Oder sie gehen zu dem Architekt ihres Vertrauens, Bauingenieur, und die machen das in der Regel auch. Und dann kriegen sie von da ein, aber beim Haus, wie gesagt, müssen sie selber darum kümmern. Bei der Wohnung, wo es einen Verwalter gibt, da sprechen sie einfach den Verwalter an, dann gibt es bei dem den Energieausweis. Weil der ist ja auch Bestandteil von den Unterlagen, die sie brauchen, wenn sie ihre Immobilie verkaufen.